Das ist ein seltsames Jubiläum heute. Seit einem Jahr wird gegen die mutmaßliche Europazentrale des US-Geheimdienstes NSA demonstriert. Der Überwachungsstaat hat seither eine Adresse. Griesheim bei Darmstadt, die Militäranlage Dagger-Komplex. Die Protestbewegung dagegen hat damals der Fachinformatiker Daniel Bangert gegründet, den NSA-Spion-Schutzbund. Klar, dass es heute, ein Jahr danach, eine Demo geben musste. Sie wollen die Spione beim Beobachten beobachten. Die Teilnehmer des sogenannten Spaziergangs in Darmstadt-Griesheim. Hier steht der amerikanische Dagger-Komplex. Laut Spiegel die größte und wichtigste NSA-Station in Europa. Auf die Idee mit dem Spaziergang ist Daniel Bangert gekommen. Er will nicht, dass hier Daten gesammelt werden. Es ist generell ganz besonders schlimm, dass sowas überhaupt stattfinden muss. Und, ja, und für mich halt ganz besonders hier. Also das ist, hier wohne ich und die machen hier sowas. Daniel Bangert ist Fachinformatiker. Vor einem Jahr hat er auf Facebook den NSA-Spion-Schutzbund gegründet und zu regelmäßigen Beobachtungsspaziergängen zum Dagger-Komplex aufgerufen. Wenn die Leute schon Demo hören, dann sagen, ach, Demos, ne? Da kommen dann wieder die Steineschmeißer und so. Aber ein Spaziergang klingt erstmal neutral und dann mit dem Spion-Schutzbund. Wir wollen ja die Spione erforschen und praktisch wie behandelt es ja wie Tiere oder wie seltene Vögel oder so, die man beobachtet. Und dann klingt das Ganze lustiger. Seitdem geht er jeden Samstag hier vorbei. Mal in einer größeren Gruppe, manchmal auch nur zu zweit. Der 28-Jährige macht dann Fotos von allem, was sich so hinter dem Zaun abspielt. Fotografiert auch die Autokennzeichen der möglichen Spione. Ich sehe, dass von der Politik her oder so, von der allgemeinen Bevölkerung relativ wenig, oder dass sie sich wenig gestört fühlen. Und ich fühle mich dadurch schon gestört. Und wenn ich schon durch Wahlen oder so nichts verändern kann, dann kann ich denen wenigstens das Leben ein bisschen schwer machen. Die Bürokratie in Gang bringen. Die können schön viele Berichte mit Blödsinn schreiben. Rund 150 Menschen sehen das ganz ähnlich und demonstrierten deshalb heute mit ihm vor dem Dagger-Komplex. Mir ist es wichtig, dass wir halt regelmäßig mal ein Zeichen setzen, dass die Spionage und dieses Datenabschnüffeln, was von der NSA gemacht wird, halt ein echtes Problem ist, das viele Menschen betrifft. Und deswegen finde ich es toll, dass hier dieser Spionageschutzbund jede Woche diesen Spaziergang macht. Und wir sind jetzt aus Kassel heute hierher gefahren. Ich finde das skandalös. Die Grundrechte werden mit den Füßen getreten. Die verantwortlichen Politiker, die machen nichts. Was genau passiert hinter diesem Zaun in Darmstadt-Griesheim? Das wollen die Demonstranten endlich wissen. Und bis es darauf eine Antwort gibt, will Daniel Bangert weitermachen mit dem Beobachten der Beobachter. Und mehr dazu auch heute unter hessenschau.de. Der erste Ozonalarm in Hessen ist heute